So, hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 8 von Bau deinen X-Wing. Zack. Kurzer Prozess hier. Ja, hier haben wir auch wieder ein überschaubares Maß an Teilen mit Schrauben etc. Dazu aber gleich, wir schauen uns jetzt wie immer das Heft an. So, was haben wir hier? Wir haben hier Kinomagie, und zwar wie die Aufnahmen in Episode 4 gemacht worden sind. Ja, hier sieht man das schön, man hat die eigentlich Kulisse hochkant gestellt und dann wurden Kamerafahrten gemacht, gefilmt. Eigentlich recht simpel und im Film gibt das dann eine gewisse Magie. Hier schön die Modelle quasi von den Special Effects Machern zusammengebaut worden sind und wieder ein Rebellenpilot. Und zwar ist das Hera Syndulla, Anführerin einer Rebellenzelle aus der Animationsserie Star Wars Rebels. Ja, hier ist Cindy Ghost, das Raumschiff, was dort in der Serie verwendet wird. Und halt wieder, wie gehabt, Hintergrundinformationen. Und ja, hier wird eine Blasterpistole bisschen erklärt. Hier wieder ein schönes Artwork mit der Ghost und verfolgenden TIE Fightern. Soweit, so gut. Ja, und in der Bauanleitung geht es weiter mit den oberen Steuerbordflügel und dort haben wir ein bisschen Kleinkram. Rohrhinterkante, Flügelrahmen, Rohrvorderkante, Schrauben und Verstrebung der Flügelwurzel. Und das über die paar Bauschritte und das machen wir jetzt mal zusammen. Ergibt das wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, mit ziemlicher Sicherheit, eine schöne Flügelinnenstruktur. Ich hoffe, das bleibt erhalten, noch mit ein bisschen Zubehör, dass man das, wenn die Flügel denn in Angriffsposition sind, dass man das dann schön sieht. Gut, so viel zum Bauschritt 8. Auch hier bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe.